Wenn ich den Blödsinn immer höre, wenn du Aluminium schweißen willst, dann brauchst du natürlich ein WIG AC-DC Schweißgerät, ein WIG Schweißgerät, das Wechselstrom schweißen kann. Und dann brauchst du jahrelange Erfahrung, möglichst irgendwelche Lehrgänge und dann klappt das irgendwann. Es geht auch viel, viel einfacher. Und es geht auch mit deinem einfachen Schutzgasschweißgerät Aluminium zu schweißen. Wichtig ist dabei wirklich, du musst die verschiedenen wichtigen Faktoren bedenken. Es gibt heute MIG-MAG-Schweißgeräte mit Puls, mit denen geht es nochmal deutlich, deutlich besser. Es geht aber auch mit einem normalen Schutzgasschweißgerät. Ich habe hier die MIG 225 von IPOTOOLS, ein sehr, sehr gutes MIG-MAG-Schweißgerät und damit kann man auch richtig gut Aluminium schweißen. Wichtig ist wirklich nur, dass man diese kleinen Faktoren beachtet. Es sind viele kleine Faktoren, die kommen am Ende alle zusammen und wenn man die alle beachtet, dann ist es wirklich so dermaßen einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen und man kann auch mit einem einfachen, normalen, guten Schutzgasschweißgerät wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Wie das im Einzelnen funktioniert, das werde ich dir Schritt für Schritt in diesem Video zeigen. Das ist ein Tutorial, das hätte ich mir gewünscht, wo ich das erste Mal Aluminium mit einem Schutzgasschweißgerät geschweißt habe, weil ich wirklich mich bemüht habe, alle Faktoren zusammenzupacken, dass du schnell und einfach mit deinem ganz einfachen, normalen Schutzgasschweißgerät wie der MIG 225 Aluminium schweißt und damit wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielst. Die absolute Grundvoraussetzung ist die Vorbereitung beim Aluminiumschweißen. Wenn ich jetzt ein Edelstahlblech hätte und ich hätte hier oben so ein Grat, das könnte ich problemlos miteinander verschweißen. Sollte man auch nicht machen, aber man kriegt es hin. Beim Aluminium wird das Ganze schwierig. Man sollte wirklich Aluminium immer vernünftig vorbereiten, sauber machen. Ich nehme zum Beispiel hier Bremsenreiniger oder ich nehme Aceton. Ich nehme für die Nahtvorbereitung, für die Schweißnaht an sich hinterher immer eine Drahtbürste und reinige das Ganze. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man auf eine vernünftige Sauberkeit bei so Werkstücken achtet. Das ist egal, ob man das mit WIG oder mit MIG-MAG verschweißt. Wir reden hier vom MIG-Schweißen übrigens, da wir Argon 4.6, also reines Argon zum Schweißen nehmen. Und der erste ganz wichtige Faktor ist wirklich die Sauberkeit. Wir haben also sauber vorbereitete Werkstücke. Wir haben Argon 4.6 als Schutzgas. Nächster Punkt ist jetzt der Schweißzusatz, der sogenannte Schweißdraht. Dabei geht es nicht unbedingt darum, welchen Art von Schweißdraht ich verwende. Dazu sollte man immer gucken, was will ich verschweißen und danach das Ganze auswählen. Ich kann euch aber sagen, zu 90% ist ALMG5 wirklich die erste Wahl. Ist meine erste Wahl. Ich kenne viele Firmen, die Aluminium schweißen in verschiedensten Varianten. ALMG5 ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. 1 Millimeter ist wirklich das Minimum an Durchmesser, was man verwenden sollte. Dünnerer Schweißdraht macht dir wirklich nur Probleme und versaut dir sämtlichen Spaß beim MIG-MAG-Schweißen, beim MIG-Schweißen von Aluminium. Da bekomme ich nämlich immer folgendes Problem. Ich habe zum Beispiel an meiner Düse am Brenner vorne mal, dass der Draht stockt oder an irgendwelchen anderen Stellen kleine Probleme, dass der Draht stockt. Was macht dieser 0,8 mm Draht? Der wickelt sich wie so ein Knoll in meinem Drahtvorschub auf und dann kann ich wirklich alles auseinanderbauen, alles da rausfummeln. Das ist sowas von nervig. Das ist wirklich also nicht zu empfehlen. Nehmt ab 1 mm Draht. Wenn die Geräte 1,2 mm verschweißen, nehmt sogar 1,2. Aber ich nehme, wie gesagt, immer ALMG5 in 1 mm oder ich verwende ALSI5. Auch in 1 mm. ALSI ist wirklich so eine Wunderwaffe, hat aber keine richtig gute Festigkeit. Darum, wenn man irgendwas hat, was sich mit ALMG5 nicht verschweißen lässt, irgendwelche Gussteile, wo man ein bisschen was auffüllen will oder dergleichen, dann kann man immer ALSI nehmen. Aber normal, standardmäßig ist bei mir ALMG5. Ich habe auch noch ein paar andere Drähte da in 1 mm. Das funktioniert wirklich gut und ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Rat. Nehmt keinen dünneren Zusatz. Viele denken immer, ich nehme dünneren Zusatz, dann kriege ich filigranere Nähte. Am Ende des Tages kriegen sie nur Probleme und sind dann frustriert. Ich habe bei der MIG 225 ein Standard-Schlauchpaket im Lieferumfang. Das hat eine Drahtseele, eine Stahlseele. Ich brauche jetzt aber eine Teflonseele.
Ich habe gleich ein Schlauchpaket, das ist schon umgerüstet, das habe ich umgerüstet gekauft. Das Schlauchpaket hat eine Teflonseele. Das Schlauchpaket ist 3 Meter lang. Das Schlauchpaket, das man für Aluminium verwenden sollte, sollte wie gesagt immer so 3 Meter nicht überschreiten. Keine 4 oder 5 Meter, da bekommt man auch sehr schnell Probleme. Und es braucht eine Teflonseele. Hier ist eine Teflonseele eingebaut, habe ich auch schon in verschiedenen Videos vorgemacht. Wie das geht, ist wirklich sehr einfach. Wenn man eine Teflonseele kauft, immer bitte eine nehmen, die auch so ein Übergangsstück hat. Dieses Übergangsstück ist wirklich, weil sonst die Teflonseele hier vorne in dem Bereich verbrennt oder verschmilzt, weil es zu warm ist. Und auf der anderen Seite leitet die Teflonseele keinen Strom. Und das verstehen auch immer viele nicht. Ich habe hier diese Stromdüse. Da ist eigentlich die Stromübergabe auf den Schweißzusatz vorgesehen. Ja, und wenn ich jetzt so einen weichen Draht habe, der hier durchfließt, dann kann es natürlich auch mal zu Problemen kommen, dass da nicht unbedingt immer Kontakt ist. Und wenn ich dann so ein schönes Übergangsstück habe, was auch aus einem leitenden Material ist, da Teflon nicht leitend ist, habe ich natürlich hier so eine schöne lange Strecke, in dem der Strom auch mit übergeben kann, werden kann. Und dann habe ich deutlich, deutlich weniger Probleme hier vorne an meiner Düse. Das sind die 2 Gründe, wie gesagt. Und ich empfehle immer fürs Aluminiumschweißen wirklich ein hochwertiges Schlauchpaket. Und ich verwende nicht diese MB15, sondern diese MB25 Schlauchpakete. Damit geht es auch wirklich immer noch mal deutlich, deutlich besser. Das ist aber so ein subjektives Empfinden. Ich habe viel ausprobiert und wie gesagt, ich nehme nur noch dieses Schlauchpaket hier. Das kann ich hier unter natürlich auch verlinken zum Aluminiumschweißen in 3 Meter mit einer vernünftigen Teflonseele, mit einem vernünftigen Übergangsstück. Damit funktioniert es wirklich gut. Die Stromdüsen speziell für Aluminium habe ich ausprobiert. Ich habe da nicht so die Verbesserungen gemerkt, darum nehme ich die in der Form nicht mehr. Ich habe eine 1 mm Stromdüse gerüstet und ich nehme immer eine Gasdüse mit einem relativ großen, das ist eine zylindrische beziehungsweise eine konische Gasdüse mit einer wirklich großen Öffnung, damit man eine vernünftige Schutzgasabdeckung hat. Damit kann man wirklich am besten schweißen. Schutzgas hatte ich ja schon gesagt, wir verwenden Argon 4.6, ganz normal. Es gibt auch Schutzgase mit Heliumzusatz oder nur Helium, das funktioniert nochmal deutlich, deutlich besser. Ist aber natürlich schwierig zu bekommen und ist in den meisten Fällen auch nicht nötig. Was ich jetzt hier mache, ist, dass ich wirklich nicht nur 10 Liter die Minute nehme als Schutzgas oder als Durchflussmenge, sondern ich gehe wirklich auf 15 Liter die Minute hoch. Und das empfehle ich auch wirklich, 12 bis 15 Liter die Minute ist natürlich ein deutlich höherer Schutzgasverbrauch, aber es funktioniert auch wieder deutlich besser. Gerade beim Schweißen von Aluminium sind es oft Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Wir haben standardmäßig eine Drahtvorschubrolle in unserem Gerät verbaut mit einer 1 mm Nut und einer 0,8 mm Nut. Das ist eine sogenannte V-Nut, eine Keilnut. Und das ist wirklich sehr, sehr gut, wenn wir damit Stahldraht befördern wollen, wenn wir damit Fülldraht befördern wollen oder auch Edelstahldraht. Aber wenn wir jetzt den weichen, sensiblen Aluminiumdraht fördern wollen, dann ist es sehr, sehr empfehlenswert, dass man eine sogenannte U-Nut-Rolle nimmt. Das sieht man hier, 1 mm, und dann steht dahinter dieses schöne U. Das bedeutet, wir haben hier eine schöne Rundung drin und das fördert den Zusatz viel, viel sanfter. Und das ist natürlich auch ein Faktor, dass wir da A, den Zusatz nicht mit zerdrücken, der ja deutlich weicher ist als zum Beispiel Stahl- oder Edelstahlzusatz. Der zweite Punkt ist natürlich, der Zusatz wird auch nicht so mit Gewalt gefördert. Das heißt, wenn irgendwas stockt in meiner Drahtvorschubeinheit, dann rutscht der Zusatz eher durch, als dass er weiter gefördert wird. Das sind so 2 Punkte. Und gerade dieses, dass der Zusatz nicht in irgendeiner Form gequetscht wird oder so, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Weil wenn er vorne gequetscht wird, dann wird er hier komplett einmal durchgeschoben, ist dann deformiert, kommt dann hier vorne in meine Düse rein. Und was passiert? Der deformierte Draht passt dann nicht vernünftig durch. Es kommt zu Stockungen. Der Draht brennt in der Düse fest und das Aluminiumschweißen funktioniert nicht. So einfach oder so klein sind oft die Ursachen, die hinterher eine ganz, ganz große Wirkung haben, nämlich die Wirkung, dass man frustriert ist und sagt, ah nee, das funktioniert mit so einem normalen Mic-Mac-Schweißgerät überhaupt nicht. Das ist hier halt immer wieder der Punkt, wo es zu Problemen kommt. Das heißt, der Draht wird hier gefördert
und wird hier ein Stück nicht geführt und da wickelt er sich auf. Hier ist das Ganze wirklich gut eingestellt, das heißt das Röhrchen hier, das ist wirklich ganz, ganz nah an der Drahtvorschubrolle, das ist wirklich perfekt hier. Ansonsten gibt es ganz einfach die Möglichkeit, dass man hier oben diese Schraube löst. So ist das bei dem Drahtvorschub. So eine Schraube hat jeder Drahtvorschub. Das heißt, man löst die hier oben und dann kann man das Ganze da wirklich ranschieben, bis es wirklich so ein, nicht mal ein Millimeter, also wirklich so ein Haar ist, dass dann da wirklich ein Haar dazwischen ist und minimaler Luftspalt, dass das nicht reibt. Das ist natürlich wichtig. Und dann wird der Draht hier wirklich gefördert und hier gleich wieder aufgenommen. Da darf gar kein Spalt entstehen. Das Ganze ist hier auch so leicht konisch ausgeführt, dass es da auch wirklich zu einem sehr, sehr geringen Zwischenraum nur kommen kann. Das heißt, wenn du Probleme hast mit deiner Drahtvorschubeinheit, dass sich der Draht da immer wieder zu so einem Knäuel, gerade beim Aluminium, aufwickelt, dann würde ich dieses Röhrchen, dieses Förderröhrchen mal wieder richtig einstellen und dann kann es sein, dass sich die Probleme von jetzt auf gleich in Luft auflösen. Wenn ich jetzt den Draht in das Schlauchpaket einfördern lasse, dann entferne ich erstmal die Gasdüse und dann die Stromdüse, die kann ich hinterher vorsichtig wieder aufbringen, sonst kann sich das hier vorne gleich in irgendeiner Form verheddern. Es ist zwar hier kegelig ausgeführt, trotzdem führt das öfters zu Problemen. Dann sollte das Ganze natürlich ohne Schlaufen oder dergleichen ausgelegt sein, damit es wirklich schön gefördert wird. Ich habe hier die Schweißdrahtrolle, die Schweißzusatzrolle, nicht zu fest, aber auch nicht zu locker angezogen. Es gibt tatsächlich Leute, die nehmen hier einen Schlüssel und ziehen das an, dass es sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Die Drahtvorschubeinheit, eine 2-Rollen-Drahtvorschubeinheit, reicht dafür vollkommen aus, um diesen 5 oder diese, das ist sogar nur eine 2-Kilo-Rolle beim Aluminium oder sonst halt eine 5-Kilo-Rolle bei Stahl, dass die das problemlos fördert. Braucht man also keine 4-Rollen-Drahtvorschubeinheit oder dergleichen, reicht vollkommen aus, funktioniert. Und ich beobachte, wie gesagt, beim Fördern, beim Einfördern, ich habe ja hier vorne einen Knopf dafür zum Drücken, da beobachte ich, wie die Rolle schön abgewickelt wird. Ich habe jetzt den Druck hier ganz minimal eingestellt. Falls das Ganze irgendwo zu Problemen führt, das nicht richtig gefördert wird, dann gebe ich langsam ganz bisschen mehr Druck drauf. Das mache ich nicht nur beim Aluminium, das mache ich auch bei Stahl oder Edelstahl oder dergleichen. Das sollte man wirklich immer machen. Wenn das hier beim Einfädeln vernünftig gefördert wird, dann wird das meistens auch hinterher beim Schweißen vernünftig gefördert und dann hat man deutlich weniger Probleme beim Schweißen. Die Einstellungen sind natürlich der wichtigste Faktor mit, dass man vernünftig Aluminium schweißen kann. Das heißt, ich habe das Gerät gerüstet. Das Gerät ist an Argon 4.6 mit ungefähr 15 Liter die Minute angeschlossen. Ich habe hier den MIG-Auto-Prozess. Der ist gut für Stahl, für Edelstahl, für Fülldraht. Aluminium funktioniert auch, aber wir wollen es lieber manuell einstellen. Das funktioniert deutlich besser. Und zwar habe ich jetzt hier einfach die Drahtvorschubgeschwindigkeit. Da habe ich jetzt mal 7 gewählt. Und wenn ich hier einmal drauf drücke, dann komme ich in die Spannung. Und bei der Spannung nehme ich einfach mal 18 Volt. Und das ist jetzt meine Einstellung, mit der kann ich arbeiten. Und ich kann hier nochmal so ein bisschen die Drahtvorschubgeschwindigkeit anpassen. Mehr muss ich im Prinzip an dem Gerät nicht einstellen. Ja? Dieser MIG-Auto-Prozess, wie gesagt, ist nicht 100% ideal. Darum verwende ich den für Aluminium nicht. Das wären meine Einstellungen für ALMG5. Bei ALSI sehen die Einstellungen nochmal wieder ein bisschen anders aus. Ich bin momentan dabei und erarbeite eine universelle Werkstattkarte für das Schweißen mit MIG-MAX-Schweißgeräten, weil im Endeffekt sind die Einstellungen doch bei allen Geräten sehr, sehr gleich, gerade in diesem manuellen Einstellungsmodus. Und dadurch mache ich eine Tabelle, die wird dann für alle Geräte universell passen. Nicht hundertprozentig, aber ich sage mal 95%. Dann variiert man noch mal leicht und kann mit der Tabelle wirklich mit jedem Gerät schweißen. Erarbeite ich momentan gerade, ist so ein kleines Projekt. So, jetzt habe ich eigentlich alle Faktoren und kann Aluminium schweißen. Ich habe hier jetzt einfach ein paar Muster geschweißt, um so ein paar Sachen daran zu erklären und zu zeigen, was in dem Bereich so möglich ist. Es gibt immer Leute, die kriegen es noch mal ein bisschen besser hin, aber ich denke mal, das sind hier schon Ergebnisse, die sind wirklich schön. Das Gerät schweißt gut Aluminium, kann man sagen.
Die Frage ist natürlich erstens immer, wie habe ich die Brennerführung oder wie nehme ich die Brennerführung beim Schweißen? Wie schweiße ich denn eigentlich? Dann ist die Frage natürlich immer da, wie breche ich überhaupt diese Oxidschicht auf? Denn man muss immer sagen, wir haben Aluminium, wir haben einen Werkstoff, der hat eine Schmelztemperatur, die ist nicht sonderlich hoch, aber wir haben diese Oxidschicht, die bildet sich in der Reaktion mit dem Sauerstoff in der Luft. Und diese Oxidschicht hat eine Schmelztemperatur von über 2000 Grad und die muss ich aufbrechen. Die ist hauchdünn, aber die macht mir sonst Probleme. Das schafft dieses Schweißgerät, das MIGMAG-Schweißgerät, mit dem positiven Strom. Wir sind halt im positiven Strom, das heißt, wir schweißen am Pluspol und der Pluspol ist der deutlich heißere Pol. Beim WIG-Schweißen schweiße ich normal am Minuspol, das ist der kühlere Pol, der schafft es nicht, dass man hier diese Oxidschicht aufbricht, nur mal als kleine Erklärung. Jetzt im Wechselstrom habe ich Minus und Plus abwechselnd und damit schaffe ich mit diesem positiven Anteil, schaffe ich es, diese Oxidschicht aufzubrechen. Warum schweiße ich dann nicht gleich nur am Pluspol? Das fragen immer viele. Das funktioniert nicht, das schaffen die Elektroden in der Regel nicht. Da bräuchte man spezielle Sonderelektroden. Es gibt noch so ein paar andere Faktoren, aber das ist das Ganze mal ganz in einfach und in Kurzform erklärt. Wichtige Faktor ist natürlich, wir müssen immer wissen, Aluminium leitet unwahrscheinlich gut die Wärme und da ergeben sich viele Probleme für uns. Aluminium leitet die Wärme ab, das heißt, ich fange hier an zu schweißen, egal in welchem Verfahren, die Wärme wird in alle Richtungen abgeleitet. Und jetzt ist es natürlich nicht entscheidend, wie dick das Material ist, sondern wie viel Masse dieses Material hat. Ist es wirklich nur so ein kleines Bauteil, dann fange ich hier an, so ein Stück zu schweißen, dann ist das Bauteil warm, lässt sich sehr, sehr gut schweißen. Habe ich aber einen riesengroßen Tankbehälter, eine riesengroße Abdeckung, dann zieht die Wärme minutenlang überall hin und ich brauche wirklich sehr, sehr viel Leistung, um das Ganze zu schweißen. Ich habe euch jetzt hier erklärt, wir haben die Spannung eingestellt und den Drahtvorschub. Ich kann jetzt einfach den Drahtvorschub hochstellen. Ich habe meine Spannung, ich habe meinen Drahtvorschub. Die Stromstärke, die ergibt sich. Ja? Das heißt, diese drei Parameter, die sind immer in Abhängigkeiten voneinander. Wenn ich einen hochdrehe, dann geht das andere, verändert sich das andere auch. So kann man das einfach erklären. Ich habe jetzt einfach wirklich immer nur ein bisschen damit rumgespielt, dass ich den Drahtvorschub immer ein bisschen korrigiert habe. Das muss man machen, da muss man sich einfach rantasten, je nachdem, wie groß das Bauteil ist. Ich habe dann einfach erst hier ein Testblech genommen, habe hier eine Lage geschweißt, habe hier nochmal eine Lage geschweißt. Hier war es dann schön warm, dann hat es auch halbwegs vernünftig funktioniert. Und dann bin ich hier an meine Musterstücke rangegangen. Das heißt, im Endeffekt kann dir niemand genau sagen, für 2 mm musst du die und die Einstellungen nehmen und dann funktioniert es perfekt. Ja, das ist irgendwo so beim Aluminium schwer zu machen, egal ob beim WIG-Schweißen oder hier beim MIG-Schweißen. Denn wir nehmen nur reines Argon, ein inertes Gas, darum ist es Metall-Inert-Gas-Schweißen. So. Wenn ich jetzt hier schweiße, dann bevorzuge ich eine neutrale Brennerhaltung. Das heißt, ich schweiße nicht stechend und ich schweiße auch nicht ziehend, nicht schleppend. Ich bin immer in einer neutralen Haltung. Ich bin genau vor dem Werkstück und dann schweiße ich hier einfach. Ich benutze hier bei diesen Kehlnähten eine leicht rotierende Position zum Schweißen. Am Anfang sieht man auch, hier ist die Anbindung ein bisschen schlecht. Das heißt, am Anfang funktioniert es nicht ganz so gut. Da kann es auch mal leicht spritzen. Und dann schweißen wir in einer schönen, leichten, rotierenden Version. Schweißen wir hier und werden langsam immer schneller. Das merkt man. Und wenn man zu viel Leistung hat, dann passiert das hier, was mir hier auch passiert ist. Hätte ich wieder zupunkten können. Ich habe es jetzt so gelassen, damit man sieht. Hier am Anfang hat sich's gut schweißen lassen, dann sieht man hier schon, es ist zu viel Leistung, da hätte ich aufhören müssen. Dann habe ich immer weiter geschweißt und irgendwann brennt da diese 2 mm durch. Wenn man aber so ein, zwei Muster brennt, schweißt, hier hatte ich ein bisschen wenig Leistung, eine bisschen schlechte Anbindung. Hier habe ich dann zu viel gewählt, dann habe ich einen guten Mittelwert gefunden und mit dem konnte ich problemlos diese Bauteile abarbeiten. Das heißt, man muss sich immer so ein bisschen rantasten in so einem ganz gewissen Spielraum. Das heißt, ich hatte ja vorhin ungefähr so meine 7 Meter die Minute und dann nimmt man mal 7,5, dann nimmt man mal 8 und dann findet man da relativ schnell seine perfekte Einstellung, um seine Sachen abzuarbeiten. Und wenn man diese Einstellung hat, dann ist es wirklich wie normales Schutzgasschweißen.
Das heißt, ich schleppe nicht, ich steche nicht, ich gehe einfach in eine neutrale Position und schweiße dann in einer leicht rotierenden Form dieses Aluminium. Dieses leicht rotierende muss man nicht unbedingt machen. Ich möchte aber wirklich immer auch vernünftig die Flanken hier anbinden. Das ist dann hier so mein Lieblingsbeispiel. Das mache ich immer wieder. Ich setze das auf meine kleine Drehvorrichtung. Ich habe das hier mit einem kleinen Punkt fixiert. Der hält beim Aluminium auf Stahl natürlich nicht viel. Aber an sich sieht man hier sehr gut, wie das Ganze funktioniert. Und ich sage mal so, wenn man so eine Naht sieht, mit einem einfachen Schutzgasschweißgerät. Das ist auch eine Version, was wirklich jeder schweißen kann. Ist auch ein schönes, dickes Rohr. Ich habe hier so leicht unten durchgebrannt, aber auch nichts, was richtig durchgefallen ist. Wenn man irgendwelche Pfosten schweißt oder dergleichen, dann ist das wirklich schon ein schönes Ergebnis. Das liegt natürlich immer daran, im Auge des Betrachters. Der eine will jetzt ein Pulsgerät haben und dann kriegt man noch viel bessere Ergebnisse hin. Ich zeige das aber einfach so, wie das ist, was möglich ist. Es gibt, wie gesagt, den einen oder anderen, der kriegt es sicherlich noch mal eine Nuance besser hin. Ich habe hier am Anfang ein bisschen Probleme mit der Anbindung. Das heißt, da war die Wärme noch nicht da, die Energie noch nicht da. Da hat das Material nicht in irgendeiner Form vernünftig aufschmelzen können. Ist okay, aber nicht perfekt halt hier vorne. Und dann wird es immer besser. Und dann sieht man, hier hinten hat man die richtig perfekte Temperatur. Da kann man richtig gut schweißen. Und am Ende ist es fast schon zu viel Leistung. Ich musste da dementsprechend auch die Schweißgeschwindigkeit immer anpassen. Hier am Anfang sehr langsam und dann wird es langsam peu à peu immer und immer schneller. Was hätte ich jetzt noch machen können, um das Ganze positiv beeinflussen zu können? Ich könnte das Ganze ein bisschen vorher auf Temperatur bringen. Von der Vorbereitung her, ich gehe so vor, ich hefte das Ganze, also ich punkte das Ganze, dann habe ich schon mal eine gewisse Grundtemperatur in dem Bauteil, dann bürste ich mir die Naht nochmal über und dann wird geschweißt, egal ob so eine Stumpfnaht, eine Kehlnaht oder dergleichen. Habe hier auch einmal rumgebürstet und dann wird das Ganze schön geschweißt. Funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe hier auch wieder in einer neutralen Position und habe in einer leicht rotierenden Version das Ganze geschweißt. Also leicht pendelnd, leicht rotierend. Da gibt es die verschiedensten Brennerhaltungen. Beim Aluminium habe ich es viel ausprobiert, viel rumgetestet. Da bin ich wirklich immer in so einer leicht rotierenden Position. Wenn ich das Ganze mit Puls schweiße, dann braucht man in dem Fall wirklich nur ranhalten und dann dreht man. Ich bin ein ganz großer Fan vom Mic-Mac-Puls-Schweißen, weil es tolle Möglichkeiten bietet. Man braucht es aber auch definitiv nicht. Man kann auch mit einem einfachen MIG-MAC-Schweißgerät, MIG 225 ist schon ein schönes MIG-MAC-Schweißgerät, kann man auch Aluminium schweißen, wenn die ganzen Faktoren stimmen. Ich habe mich bemüht, alle Faktoren, ich hoffe, ich habe alle erwischt und wenn es noch Fragen gibt, schreibt das einfach in die Kommentare. Ich habe mich aber bemüht, das alles wirklich detailliert zu erklären, einfach mal das Ganze auf den Punkt bringen, weil es wird immer ganz viel in irgendeiner Form erzählt von wegen, das ist alles möglich. Wenn man dann aber wirklich fragt von wegen, dann fehlen so diese Details und diese kleinen Details, die machen oft einen Unterschied. Und wenn man alle Details hat, ich finde so beim Aluminiumschweißen, finde ich, ist das schon mal ein gutes Ergebnis mit einem einfachen Schutzgasschweißgerät. Früher wurde immer gesagt, wenn du ein einfaches Schutzgasschweißgerät nimmst, Aluminiumschweißen ist damit nicht möglich oder sind unterirdische Ergebnisse. Das sind auf jeden Fall alles gute funktionale Ergebnisse. Gerade wenn man in irgendeiner Form sich ein Gerüst baut, wenn man sich irgendwo eine Halterung baut oder dergleichen, das ist alles dafür problemlos möglich. Alles, was funktionale Nähte sind, wo man sagt, ich möchte nicht diese ganz, ganz tollen Aluminiumnähte haben, diese wirklich optisch extrem ansprechende Nähte vom WIG-Schweißen, obwohl man da auch viel Übung braucht und viel Erfahrung braucht. So, das Gerät, die MIG 225, verlinke ich natürlich unter diesem Video. Wer die gerne bestellen möchte, wer sich da informieren möchte, kann sich das Ganze angucken. Genauso wie das Gerät mit Puls, die MIG 210, ist auch sehr schön. Außerdem verlinke ich in der Beschreibung auch immer gerne was zum Aluminiumschweißen. Ich habe da verschiedene Projekte. Wer sich dafür interessiert, kann sich das auch gerne angucken. Freue ich mich immer drüber. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen. Wenn es noch Anmerkungen zu dem Video gibt, wenn es Fragen gibt, wenn es Kommentare gibt. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich lese mir das alles durch. Ich beantworte das auch immer alles gerne. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.